Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Wir hatten gestern im Rahmen des Jugendforum Deutschland, Europa, Lateinamerika eine Veranstaltung. Und heute sind wir sehr froh, dass wir eine zweite Veranstaltung zu einem ganz speziellen Thema machen können. Ich begrüße sowohl die Gäste hier im Saal als auch am Livestream, denn diese Veranstaltung wird wieder per Facebook übertragen. Und heute darf ich Sie begrüßen zu einem Vortrags- und Filmabend zum Thema Die vergessenen Schönborn-Franken. Wir haben das Glück, dass wir Expertinnen und Experten über dieses Thema hier heute Abend zu hören werden. Und ich darf aber zunächst erstmal unsere Ehrengäste begrüßen. Zunächst Herrn Oberbürgermeister Thomas Ebersberger, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie bei der Veranstaltung dabei sind, eben auch schon bei der Friedenskunstaktion Be Dabei, die hier in Bayreuth direkt vor der Tür sozusagen stattgefunden hat. Ich begrüße auch ganz herzlich Frau Julia Teibs, Vizebürgermeisterin der Stadt Mukatschewo in der Westukraine in Transkarpatien. Sie ist nicht nur heute Abend hier gewesen, sondern war die letzten drei Tage bei unserem Jugendforum dabei. Herzlichen Dank, liebe Julia, und herzlich willkommen. Ganz besonders freut es uns auch, dass wir Herrn Dr. Rudolf Distler begrüßen dürfen, unseren Vortragenden und unseren Experten zum Thema der Schönborn-Franken. Und wir werden, bevor es in Ihren Vortrag geht, auch nochmal die Möglichkeit haben, hier zwei, drei Sätze zu wechseln. Ich begrüße auch Frau Lene Day, unsere Regisseurin sozusagen, die uns ihr Werk heute Abend vorführen wird zum Thema der vergessenen Schönborn-Franken. Natürlich haben wir auch eine Menge Stiftungsmitarbeiter und Vertreter heute Abend hier von der Stiftung Verbundenheit. Ich begrüße ganz herzlich den Ratsvorsitzenden der Stiftung Verbundenheit, Herrn Hartmut Koschig, den Vorsitzenden der Stiftung Verbundenheit, Herrn Professor Dr. Oliver Jung, unseren Geschäftsführer Sebastian Machnitzke und natürlich auch unsere Mitarbeiter, vor allem, ich werde jetzt nicht alle nennen, aber die federführend im Rahmen des Jugendforums aktiviert und aktiv waren. Ganz herzlichen Dank, lieber Jan Wilms, der Organisator sozusagen des Jugendforums, aber natürlich auch unsere Stiftungsmitarbeiter aus Lateinamerika und alle Gäste. Dazu kommt weitere Prominenz aus verschiedenen Mittlerorganisationen. Ich darf ganz herzlich begrüßen Frau Caroline Gill vom IFA-Institut, auch gestern schon angereist und bei der Veranstaltung dabei. Herzlichen Dank, dass du heute Abend auch noch hier bist. Und ich darf auch Herrn Gabriel Podewils in Stellvertretung unserer lateinamerikanischen Gäste begrüßen, den Sprecher unserer Bürgerdiplomatie-Initiative Junges Netzwerk. Meine Damen und Herren, wir haben heute Abend auch ein Grußwort, was wir mit Ihnen zusammen uns anhören möchten, von der Europastaatsministerin des Landes Bayern, Frau Melanie Hummel. Und wir werden das jetzt hier im Hintergrund sehen und Sie werden es im Livestream sehen. Sie werden sehen, es ist alles live gestreamt. Das heißt, wir werden jetzt schauen, dass wir unser Grußwort hier im Saal hören. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jugendforums Europa-Lateinamerika, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender Koschig, liebe Gäste, zur Premiere des Internationalen Jahreskongresses Europa-Lateinamerika treffen sich Deutsche aus aller Welt in Bayreuth für einen Erfahrungsaustausch. Als gebürtige Oberfränkin freut mich das ganz besonders. Hier in Franken sind Sie dafür genau am richtigen Ort. Wir sind hier im Herzen Europas und pflegen gute Beziehungen zu unseren internationalen Partnern. Bevor ich zu Lateinamerika komme, lassen Sie mich aber der Stiftung Verbundenheit danken für Ihr Engagement in der Ukraine. Dank der Auswanderer in früheren Zeiten gibt es in Europa und der Welt viele Menschen mit deutschen Wurzeln. So können wir mancherorts ein Stück Heimat im Ausland finden. Es ist schön, wenn zum Beispiel die Namen der Dörfer nach fränkischer Schweiz klingen. Plankendorf, Mädchendorf, Sophiendorf und Schönborn. Und doch liegen sie in der Ukraine, genauer gesagt in Transkarpatien. Heute leben hier Nachfahren von Handwerker- und Bauernfamilien aus dem Hochstift Bamberg.
Es beeindruckt mich sehr, dass rund 50 Familien vor fast 300 Jahren eine sechswöchige Reise auf sich genommen haben, um das von Kriegen verwüstete Land wieder aufzubauen. Seitdem pflegten sie die deutsche Sprache und Kultur über alle Widrigkeiten hinweg. Ob als ein Teil des ehemaligen Oberungarns, der ehemaligen Tschechoslowakei, der ehemaligen Sowjetunion oder jetzt der Ukraine. Die Schönborn-Franken waren fast vergessen. Jetzt ist ihre Bedeutung für die humanitäre Hilfe und die Verbindung zur Ukraine angesichts des entsetzlichen russischen Angriffskriegs enorm. Sehr geehrter Herr Koschek, ich danke der Stiftung Verbundenheit für die wertvolle Initiative zur humanitären Brücke zwischen Oberfranken und Transkarpatien. Dank Ihres umfangreichen Netzwerks haben Sie bereits viel für die Menschen in der Ukraine erreicht. Mehrere Hilfstransporte von Bayreuth nach Uschgorod haben dringend benötigte Materialien und Medikamente in die Region gebracht. Dabei schaffen Sie es immer, zielgerichteter und schneller zu helfen. In Uschgorod koordinieren Sie die Lieferung der oberfränkischen Hilfsgüter direkt vor Ort. Das geplante Zwischenlager in der Slowakei wird die Lieferungen darüber hinaus sehr erleichtern. Julia Teibs Spendenaufruf für das Kinderkrankenhaus in Mutschewo hat mich sehr bewegt. Ich bin sicher, mit Ihrem engagierten Einsatz kann das dringend benötigte Geld für die Sanierung und den Aufbau der Kinderkrebsstation schnell gesammelt werden. Sie zeigen mit Ihrem Netzwerk und der darauf aufbauenden humanitären Brücke, Partnerschaften in aller Welt und gemeinsame Werte sind Gold wert. Mit dem Jahreskongress Europa, Lateinamerika rücken Sie die Arbeit der Stiftung Verbundenheit in Lateinamerika in den Fokus. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben so die bisher einmalige Gelegenheit, ihre Erfahrungen aus Lateinamerika und Europa auszutauschen. Workshops und Expertengespräche werden neue Ideen und Anreize für die gemeinsamen Projekte geben. Der Kongress ist ein Beispiel für die Arbeit der Stiftung Verbundenheit, die ich sehr schätze. Danke allen, die mitwirken. Sie fördert und erhält nicht nur die deutsche Sprache und Kultur im Ausland. Sie schafft auch eine wertvolle Grundlage für die freundschaftlichen Beziehungen Bayerns zu zahlreichen Ländern in Lateinamerika. Seit schon 10 Jahren fördert die bayerische Staatsregierung mit der Bayerischen Repräsentanz für Südamerika mit Hauptsitz in Santiago de Chile das gegenseitige Verständnis und damit die Beziehungen in der Region. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie bilden als junge Vertreter deutschsprachiger Gemeinschaften die Zukunft für eine europäisch-lateinamerikanische Partnerschaft. Mit Ihrem Engagement leisten Sie einen großen Beitrag, internationale Partnerschaften und Brücken zwischen den Nationen aufzubauen und zu pflegen. Für dieses Engagement danke ich Ihnen von Herzen. Ich wünsche Ihnen eine produktive und erkenntnisreiche Tagung und wünsche Ihnen auch für die Zukunft alles Gute. Die Staatsministerin Melanie Hummel, ganz herzlichen Dank. Und nun darf ich Herrn Oberbürgermeister hier nach vorne bitten für sein Grußwort. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, dass Sie heute hier in Bayreuth bei der Tagung sind und ich bin auch gespannt auf den Film und auf die Vorträge, die kommen. Wir befinden uns hier in einem Nebengebäude des Rathauses. Man sieht, die Fahne hängt, ein Zeichen von Bayreuth ist da. Und es ist wichtig, dass wir weltweit gute Kontakte haben, dass wir gute Kontakte pflegen, ausbauen. Und da freut es mich natürlich, wenn Sie aus Lateinamerika oder aus der Ukraine hier in Bayreuth sind und sich hier austauschen. Stiftung Deutschen im Ausland. Das ist natürlich etwas, was wichtig ist und was immer gewisse Kontakte auch langfristig pflegen soll.
Ich bin jemand, der oft erzählt, dass ich in den Ahnentafeln bis zu den ersten Büchern aus der Markgrafschaft hier in der Region zurückreichen kann, bis, ich glaube, 1350. Aber natürlich gibt es auch kleine Abwanderer und Weichenstellungen in eine andere Richtung. Da möchte ich bloß ganz kurz an einen Urgroßvater von mir erinnern, der in Bischofsgrün geboren ist, zusammen mit zwei Brüdern nach USA ausgewandert ist. Da hat es ihm dann nicht gefallen, dann hat er das, was er in den USA aufgebaut hat, wieder verkauft, kam nach Deutschland zurück, ist ein bisschen in Bayern rumgezogen, hat in Neuburg an der Donau eine Bäckerei gegründet im Ersten Weltkrieg, wo dann praktisch ja auch massive Probleme mit der Versorgung da waren, hat er aus den Erfahrungen, die er in den USA gehabt hat, Kommissbrot gebacken und hat so weit gebracht, dass immerhin 70 Bäcker damals für ihn Kommissbrote gebacken haben. Anschließend, nach dem Krieg, hat er die Bäckerei verkauft und kam wieder nach Bayreuth. Also es schließen sich manchmal Kreise, auch wenn man nicht glaubt, dass es sich schließen könnte. Und in dem Fall, die Kommissbrote, die Rezepturen stammten aus den USA. Das sind eben so Kleinigkeiten, die immer wieder kommen und es freut mich, dass Sie in Bayreuth sind, hier Ihre Erfahrungen austauschen. Und ich bin überzeugt, dass es etwas ist, wo Sie auch in vielen Jahren noch dran denken werden. Alles erdenklich Gute. Dankeschön, Herr Oberbürgermeister. Und bevor ich nun Julia Teibs für ein kleines Grußwort auf die Bühne bitte, möchte ich vielleicht noch kurz kontextualisieren. Wir haben mit der Stiftung Verbundenheit dieses Jahr sehr viel Kontakt mit Julia Teibs gehabt, sehr viel Kontakt mit Lene Day gehabt, denn die Stiftung Verbundenheit hat unmittelbar nach dem Kriegsbeginn angefangen, humanitäre Hilfstransporte nach Transkarpatien in die Stadt Uschgorod und nach Mukatschewo zu bringen. Und ein ganz großer Verbündeter, in Anführungsstrichen, von uns hier in Bayreuth war Nikolai Teufel, der heute Abend auch hier ist. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir versucht haben, als es auch gar nicht mehr so einfach war, Lebensmittel im größeren Stil zu bekommen, wir dann teilweise mit Nikolai überlegt haben, zu welchem Bauernhof wir fahren, um noch Kartoffeln hier aufzutreiben, um auch Lebensmittel in die Ukraine zu bringen. Deswegen auch nochmal ganz herzlich willkommen. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei unserem Technikteam bedanken, Tobias Feils und Philipp Kolodziej, die auch schon gestern ganz aktiv in den Tag eingespannt waren. Und nochmal ganz herzlichen Dank. Jetzt aber Julia Teibs, schön, dass du hier bist und herzlich willkommen. Liebe Freunde, das ist einfach, ich habe heute den ganzen Tag einfach Tränen auf den Augen, besonders nach dem solchen Veranstaltung mit den Blumen, mit ukrainischer Hymne. Das hat mich sehr bewegt. Jetzt werden wir ich bin mir sicher, einen super Vortrag über Schönborn Deutschen in Transkarpatien hören und auch einen super Film über die Deutschen in Transkarpatien. Solche Veranstaltungen verbinden uns. Solche Veranstaltungen geben auch uns Ukrainern einfach Kraft, weiter zu kämpfen, weiter zu leben und unser Land zu verteidigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Julia. Und für die Gäste, die vielleicht noch nicht so viel über die Stiftung Verbundenheit wissen, der Grund, warum wir auch viele Kontakte in der Ukraine haben, ist natürlich auch, dass wir als Mittlerorganisation für die deutsche Minderheit in der Ukraine aktiv sind. Und Julia Teibs ist das beste Beispiel. Sie ist selbst Teil der deutschen Minderheit, hat jahrelang Jugendverbände geleitet und ist jetzt als Vizebürgermeisterin natürlich nicht nur ein Sprachrohr für die Ukraine hier in Deutschland, sondern auch andersherum, und das freut uns sehr.
Ich darf jetzt Herrn Dr. Distler auf die Bühne bitten und Herr Distler, ich habe es eben schon mal angekündigt, wir wollten Ihnen ein paar Fragen stellen, bevor wir in den Vortrag hineingehen. Sie haben in dem Fach Landeskunde und Volkskunde promoviert und ich möchte Sie erstmal fragen, wie sind Sie auf das Thema der Schönborn-Franken gekommen, der vergessenen Schönborn-Franken? Das wäre die nächste Folie. Ich habe davon in der Presse gelesen, dass eine Gruppierung, die katholische Landvolkbewegung, im Bistum Bamberg durch Zufall draufgekommen ist, dass hier eine relativ kleine Volksgruppe, deutsche Volksgruppe in der Ukraine lebt. Und ich bin dann eben diesen Berichten nachgegangen und habe dann auch die Chance bekommen, einmal mitzufahren mit Hilfstransporten. Und meine erste Station war natürlich dort die Schule, nachdem ich selber im Schuldienst war, jetzt außer Dienst, aber nicht im Ruhestand. Und das hat sich dann so ergeben, vor allem war ich von der Herzlichkeit und von der Freundlichkeit überwältigt. Teilweise mit älteren Personen habe ich da gesprochen und die haben dann so viel mir erzählt, dass ich mich dann auch in das Thema vertieft habe. Und wenn man sich wissenschaftlich mit einem Thema lange Zeit beschäftigt, ist es natürlich auch ein Anliegen, dass mehr Leute darüber erfahren. Wie empfinden Sie das? Wissen einige Leute über die Existenz der Schönborn-Franken oder sagen Sie, also wir müssen noch viel, viel mehr das bekannt machen, dass es eine Volksgruppe, die in der Ukraine jetzt so stark vertreten ist auch und die hier die Direktverbindung zu Bayreuth hat, existiert? Ja, es ist so, dass sicherlich wir die großen Siedlungsgebiete im heutigen Ungarn kennen, wie Siebenbürgen und das Banat und so weiter. Über diese Volksgruppe war natürlich ganz, ganz wenig bekannt. Und nachdem die Zeiten sich jetzt ändern, dass also die Volksgruppe eigentlich gar nicht mehr existiert, bis auf einige Spuren, ja, ist es für die Öffentlichkeit, glaube ich, auch nicht groß interessant. Aber wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht, mich da wissenschaftlich zu vertiefen. Und ich war selber mittlerweile 7-mal in der Ukraine, habe dafür meine Ferien missbraucht und ich bin froh, dass ich diese Erfahrung mit diesen Menschen gemacht habe. Und wir freuen uns, dass Sie diese Erfahrung heute mit uns teilen. Und bevor Sie mir nachher sagen, Sie haben mir die ganzen Folien vorweggenommen, würde ich vorschlagen, wir steigen in Ihrem Vortrag ein. Alles klar. Ja, Dankeschön. So. Ja, zunächst einmal hoffe ich auch, dass die Sonne schnell untergeht. Dann haben Sie hier eine bessere Sicht. Leider Gottes kommen die Strahlen von hier und ich hoffe, dass Sie doch einigermaßen den Vortrag genießen. Ich bedanke mich für die Einladung beim Herrn Koschig und ich freue mich auch, dass wir ein Publikum haben. Mittelamerika, ich habe schon dem Herrn gesagt, dass meine Schwiegertochter aus Venezuela kommt und wir schon auch drüben waren und von daher haben meine Familie auch die Kontakte nach Mittel- und Südamerika. Ja. Mein Thema, Schönborn-Franken, wenn Sie lesen, hat ein Redakteur geprägt, hat es überhaupt nicht gegeben, den Ausdruck. In Transkarpatien, da denken vielleicht manche an Dracula und Schönborn-Franken, ja. Wir kennen Unterfranken, Oberfranken, Weinfranken, wir kennen zu den Bierfranken. Um was geht es da eigentlich? Ne? Und Geschichte, Volkskultur aus Mainfranken. Speziell, jetzt, wie schon der Redakteur gesagt hat, es ist wenig bekannt und ich hoffe, dass Sie heute viel Neues erfahren über die Schönborn-Franken. Erste Kontakte habe ich 1995 geknüpft, eben durch Zeitungsartikel KAB, Katholische Arbeit, KLB, Katholische Landvolkbewegung, hat Faden unternommen und da leben immer noch Franken da in Munkatsch und gleiche Sprache wie bei uns. Stimmt auch, sogar großenteils der gleiche Dialekt wie bei uns. Ich war dann drunten, ich konnte mit der Gruppe fahren und habe, wie gesagt, auch dann in Schulen Kontakte geknüpft und gleich einmal hier eine Schülergruppe gefunden, die bereit war, dann auch zu uns zu kommen nach
Ebermannstadt, was damals mein Dienstort war. Und die Gruppe war so überwältigend, es war Adventszeit, von unserer Weihnachtsdekoration auf den Straßen und so. Also die haben dann teils herzhaft geweint, als sie wieder nach einer Woche zurückgefahren sind. Und ich habe natürlich dann auch gleich den Besuch erwidert und haben uns einmal dann auch vorgestellt, wie denn der Weg damals vor 300 Jahren ausgeschaut hat, wenn wir unser heimisches Franken hier sehen und Munkacs und die Umgebung, dann ist es heute an einem Tag mit dem Auto zu schaffen. Und damals waren es halt über sechs Wochen, ne, wo dann auch Familien mit kleinen Kindern unterwegs waren. Das muss man sich einmal heute vorstellen. Ja, 300 Jahre zurück in unsere Gegend, Absolutismus. Und zwar haben wir hier, wollen wir uns beschäftigen, dann auch mit den Fürstbistümern Würzburg. Jetzt muss ich halt nochmal. Fürstbistum Würzburg und das Fürstbistum Bamberg. Und Sie sehen schon, dass hier wir umgeben waren, die beiden Bistümer auch von den Markgrafen, die waren nicht immer im grünen Bereich, und von mehreren Grundherrschaften und Reichsstädten und so weiter. Ja, das muss ich mal schauen. Ja, und jetzt taucht hier ein Adelsgeschlecht auf in Franken, die von ihren Neidern und Spöttern, die armen Edelleute aus dem Westerwald genannt wurden. Die Schönborns bestimmen 114 Jahre lang Politik, Wirtschaft, Religion und Kultur. Sie waren Mäzene, man spricht von der Schönborn-Zeit, weil sie wirklich so viel geleistet haben. Und der größte Vertreter ist davon der Lothar Franz. Nachdem er Kurfürst von Mainz war, hat er auch das Recht auf den Posten des Reichserzkanzlers in Wien am Hofe des Kaisers. Ja, das heißt, er wurde eigentlich der Mann, der stärkste Mann nach dem Kaiser, und hat dann auch gewusst, wie man sich diplomatisch verhält, wie man seinen Reichtum und alles ja, vermehrt noch. Er hat selbst 5 seiner Neffen den Weg zu Bischöfen geebnet. 5 seiner Neffen wurden Bischöfe. Er sagt dasselbe, vom Baumwurm besessen, und er hat es auch verstanden, die richtigen Baumeister, Architekten in seine Bistümer zu holen. Das waren die Dinzenhofer aus Oberbayern. 6 Mitglieder von dieser Familie haben bei uns gewirkt, das muss ich mir mal vorstellen. Dazu noch ein genialer Baumeister, Balthasar Neumann. Ja? Und in dieser Zeit entsteht, kann man sagen, alles neu. Bamberg wird umgebaut. Wir kriegen 2 Residenzen in Würzburg und in Bamberg. Es entstehen Basiliken wie 14 Heiligen, Gößweinstein und viele, viele andere Gebäude, Schlösser und alles Mögliche. Ja? Und natürlich hat er seinen Lieblingsneffen den Weg geebnet. Seinen Lieblingsneffen Friedrich Karl. Auch er hat in Wien einen schönen Posten. Er war Reichsvizekanzler und hat von seinem Onkel alles geerbt, auch 800.000 Gulden Schulden. Wie war es in Franken, in unserem Franken? Armut, Krankheiten, Seuchen. Und nachdem einmal Schulden da sind, Schulden abgebaut werden müssen, haben wir immer versucht, neue Steuern, höhere Abgaben und so weiter durchzusetzen, und den Leuten ging es immer schlechter. Ja? Verarmung, teils Höfe, Sölden mit einem halben Hektar, davon mussten Familien leben. Wie schaut es aus im Habsburger Reich nach den Türkenkriegen, nach den Ungarnaufständen? Die Türken haben 150 Jahre lang Wien belagert, waren eine Bedrohung für unser Abendland. Und des Weiteren kommt für die Österreicher hinzu die aufständischen Ungarn. Und da haben wir hier den mächtigsten Ungarnfürsten, Franz Rákóczi II., Nationalheld, Anführer des Aufstandes, wenn man seinen
seinen Gesichtsausdruck anschaut, dann der sagt alles. Schon sein Urgroßvater hat gegen die Habsburger gekämpft. Es gab Kerkerstrafen, es gab alles Mögliche, manche mussten fliehen. Also es war eine Familie, die nie Ruhe gegeben hat. So, und jetzt konnte der Kaiser zurückgreifen auf einen ganz genialen Feldherrn, Prinz Eugen von Savoyen. Aber der Prinz Eugen, der schafft es alleine nicht mit seinen kaiserlichen Truppen. Er bittet über den Kaiser um Beistand, die Türken zu vertreiben, die Ungarn zu besiegen. Und unser Fürstbischof in Bamberg stellt zwei Regimenter auf. Einmal ein Regiment aus Mainz und eins aus Würzburg. Und mit diesen Regimentern werden die Rákóczis endgültig besiegt und die Türken vertrieben. Und zwar dann im Friedensschluss von Passarowitz. Jetzt habe ich hier Ungarn, deutsche Siedlungen in Ungarn, und wir sehen hier damit einmal die Siedlungsgebiete aus dem Mittelalter, wie Siebenbürgen, die Zips und so weiter, aber dann auch die jüngeren Siedlungen, wie das Banat und so weiter. Und falls jemand es nicht erkennt, hier haben wir unser Munkacs und hier im Umkreis von Munkacs haben wir die gleiche Farbe, also auch ein Siedlungsgebiet. Und genau das waren die Ländereien von den Rákóczis. Der Kaiser Karl VI., der übrigens von unserem Friedrich Karl gegründet wurde, zunächst einmal in seinen Besitz genommen. Aber das war die Domäne Munkacs und Szent Miklós. Damit wir uns jetzt was vorstellen können, die Größe 2300 Quadratkilometer, das war die Größe vom Landkreis Bamberg und vom Landkreis Bayreuth zusammen. So ein Gebiet bekommt jetzt der Kaiser, aber er war nicht glücklich damit, mit diesen 40.000 Einwohnern, die er bekommen hat, und 187 zerstörte Dörfer. Durch diese Entvölkerung und durch die Kriege ist das Land verwüstet, es droht die Verbuschung. Das heißt, dieses Land musste besiedelt werden. Wie soll das gehen? Die ansässigen Stämme der Ruthenen von den Karpatendeutschen, abwertend Rusnoken genannt, teilen sich auf in Lemken, Huzulen, Beuken, Dolina, und das waren ostslawische Völker, die leben entsprechend und sind aber nicht fähig, dann das Land aufzubauen. Das geht überhaupt nicht. Hier habe ich die Fotos gemacht in einem Freilichtmuseum, so haben sie dann in der Zeit auch gelebt. Ja, was tun? Auswanderungsbewegungen nach Südosteuropa gab es schon im 11. Jahrhundert, als Bergleute, Handwerker nach Oberungarn aussiedelten, aber die sind alle in dem ungarischen Volk aufgegangen, auch nicht mehr feststellbar. 1718 bittet das ungarische Parlament selber Kaiser Karl VI. Um Anwerbung von Kolonisten. Die sagen also, das Land muss wieder besiedelt werden. Ja, und da fällt dem Kaiser sein alter Freund ein, der Fürstbischof von Würzburg und Bamberg. Ja, er lässt ein Handschreiben los, schickt es dem Bischof, und Lothar Franz von Schönborn, dem kommt es ganz recht, er sucht nämlich Entlastung von gering bemittelten Untertanen. Ja, es folgt ein Auswanderungspatent, das an die Ämter dann weitergeleitet wird, der Aufruf zur Auswanderung mit garantierten Leistungen und Vergünstigungen, sonst meldet sich ja keiner. Also die Auswanderungswilligen mussten ja wissen, was kommt auf mich zu, was bekomme ich. Ja? Und natürlich kommt dann ein erstes Patent von manchen, von weiteren, 1730, ja, und hier ruft der Friedrich Karl auf, ne, ein Loblied erst einmal, dann auf den Kaiser. Gezielt ruft er auf, er braucht Bauern, Hacker, Handwerker, die sich so verteilen sollen, dass eine Volksgruppe, die sich jetzt da ansiedelt, von sich aus auf die Beine kommt. Jetzt muss ich mal dann zeigen, dass
braucht er Dr. Distler ins Mikrofon. Dann braucht er Zimmerleute, dann braucht doch geht ja Zimmerleute, die den Brückenbau verstehen. Er braucht ich kann es tun, er braucht Maurer, zwei Schmiede sind die Zahlen, ne? Zwei Schlosser, zwei Wagner, Brotbäcker, das geht jetzt weiter, Weißgerber und bis Häfner sogar einen Bader oder einen Chirurgen. Ne? Also diese Berufe werden gesucht und dann eben mit den entsprechenden Versprechungen, die gemacht werden. Das Ganze nennt man eine gelenkte Privatkolonisation der Schönborn-Bischöfe. Nach dem Auswanderungspatent, das ich eingeblendet hatte, also Vorzug erhalten, qualifizierte Ackerbauern, Hacker, Handwerker. Ja, er braucht gute Leute. Garantierte Leistungen ist ein Hof, ein ganzer Hof. Das sind 1800 Quadratmeter, ein ganzer Hof. Dazu landwirtschaftliche Nutzflächen, zum Beispiel 3 Hektar Wiesen in etwa, 8 Hektar Ackerland, ja, freie Weide, Bauholz, Saatgut, Brennholz, Brotgetreide, Steuerbefreiung und dann geht es also weiter, Gewerbefreiheit und Hand- und Spanndienste nur einen Tag in der Woche und kostenlose Übersiedlung, Zollfreiheit, wenn jetzt welche runterkommen, die 1200 Kilometer. Natürlich beginnt dann bei uns hier der Bürokram, ne, die Reiseformalitäten. Die Papiere mussten stimmen, sonst ging nichts. Der Reichskanzleipass als Reiseerlaubnis, ein Sittenzeugnis durch den Amtmann, damit sich der Bewerber auch ordentlich benommen hat. Dann die Registrierung im Hofkammeramt Bamberg oder Würzburg und dann die Zusammenstellung in Auswandererlisten, ja, dass also genau feststand, wer ist auswanderungsfähig. Und da habe ich mir die Mühe gemacht, einmal die Herkunftsorte ausfindig zu machen. Ne? Das ist das heutige Oberfranken und das heutige Unterfranken. Und wer von hier sieht sofort, die Kronicher, das waren die Flößer, also einmal der Frankenwald. Ja? Aus dem Frankenwald als eisenharte Hunde bekannt, ne? Die oft dann bis Holland geflößt sind, bis in der Heimat haben sie keinen Knopf mehr gehabt, war alles weg und die Familien waren bitterarm, bettelarm. Und dann Haßfurt aus den Haßbrecken, auch der Steigerwald, aber Sie sehen hier, ne, ganz groß aus der Rhön. Rhön war wirklich ein Notstandsgebiet, dass aus den Gebieten Frankenwald, Rhön kamen die Ärmsten. Ja? Und unser Bischof, der Landesherr, dem war es eigentlich nur recht, wenn sich da aus dem Bereich viel gemeldet haben. Er sucht 90 Fachleute, es melden sich allerdings nur 58 und wie gesagt, die Vergünstigungen habe ich Ihnen aufgezählt, so glaube ich, könnte man starten, wenn man sich aufmacht. Dann habe ich grün gezeichnet, einen Ort, der von allen hier ziemlich zentral liegt, im heutigen Landkreis Bamberg, das ist Schlüsselfeld. Ja? Und dort sind also aus Hesselbach und aus Birnbaum, die Frau Linda D., glaube ich, war mit mir schon in diesen Orten, hat gefilmt, ja? Aus den Hochflächen vom Frankenwald, ne? Sind hier mit den Rhönerbauern und so weiter die Leute nach mussten sie privat dafür sorgen, dass sie herkommen, haben sich in Schlüsselfeld versammelt und natürlich dann auch sicherlich eine Andacht, einen Gottesdienst besucht mit Reisesegen. Sie wurden dann im fürstbischöflichen Amtshaus, was heute das Rathaus ist, noch einmal in Listen eingetragen und da waren sicherlich auch Verwandte dabei, viele Gaffer, das war ja ein Erlebnis, wenn alles, die ganze Bagage, die sie dabei hatten, also Bettzeug, Werkzeug, Pflanzen und so weiter. Ne? Und sie wussten ja, das ist eine Reise ohne Rückkehr. Sie haben Hab und Gut alles dann schnell noch verkauft, aber es gab kein Zurück. Ja? Und so war es, dass sie dann mit Fuhrwerken von Schlüsselfeld, mit Planwagen von Schlüsselfeld an die Donau mussten, entweder Ulm oder Donauwörth. Und dann ging es also aufs Wasser, auf die Ulmer Schachteln. Das waren Flöße, die man dann am Ziel zerlegen musste,
es gab kein Zurück, man konnte nur donauabwärts fahren. Ne? Hier, so haben die Ulmer Schachteln ausgeschaut. Ja? So, das heißt, sie machen sich auf den Weg, der Weg nach Ungarn. Kann man die rote Linie sehen? Also Ulm oder Donauabwärts, und dann ging es also abwärts. Und zwar dann runter bis zum Donauknie. Und da haben schon wieder Planwagen gewartet von der Herrschaft in Munkacs, von der Schönborn-Herrschaft in Munkacs, und haben sie dann teils aufwärts, wenn man hier sieht, bis nach Munkacs, ich sage den ungarischen Ausdruck, der ist kürzer, ne? Munkacs, gebracht. Und es war sicherlich eine Reise, die nicht ungefährlich war. Ja, 6 Wochen unterwegs, ins Ungewisse. Es gab ja keine Fotos oder sonst Informationen, nichts. Ne? Und was haben sie gefühlt, was haben sie für Ängste gehabt? Unsicherheiten sicherlich. Ne? Die neue Heimat, sie sind hier durch die endlose ungarische Tiefebene mit ihren Wagen gezogen und haben dann schon fast am Ziel von Weitem die Blankenbrüche gesehen von Munkacs, ne? das Wahrzeichen, heute teils Museum, glaube ich, ne? Und war damals von der Mutter unseres Rakocis, war die Brüche übrigens besetzt, ne? die haben sie erobert gehabt, die Rakocis. Ja, und dann die Hochflächen, die Ausläufer der Karpaten erinnern an den Schwarzwald, habe ich einmal gelesen, oder wurde halt von anderen behauptet. Ideale Voraussetzungen für eine blühende Landwirtschaft und für Weinbau. Ja, die haben auch sicherlich noch heute, ne, wird der eigene Wein angebaut, der bei den Schönborn-Franken. Ja, eine deutsche Minderheit in den Karpaten. Angekommen sind sie in Munkacs und hier in der Schönborn-Residenz, die übrigens Balthasar Neumann geplant hat, wurden sie dann eben registriert verteilt. Ne? Die Herrschaften der Schönborn, die wohnten in einem super großen Schloss, ne? Hier in den Karpaten. Und für die Siedler war sicherlich eine Beruhigung, dass sie unter der gleichen Herrschaft wie daheim in Franken weiter geschützt, beschützt waren. Ja? Blüte unter den Schönborn-Franken. Also, dass die Aussiedler, es kamen ja dann immer mehr, wenn 1730 die ersten 8 Familien aus der Würzburger Gegend registriert werden, waren es dann in Höchstzeiten 1000, komme ich später drauf, 1400 deutschstämmige und aus Franken kommende Siedler. So, der Fürstbischof Friedrich Karl, der wollte natürlich das selber, wie sein Vorgänger das Land überhaupt nicht betreten hat übrigens, die waren nie drunten, der wollte das gleich schnell weghaben und hat an seinen Neffen, der Grundherr Eugen Erwein von Schönborn, das Ganze vererbt. Und dieser Erwein von Schönborn, der wirtschaftet 55 Jahre lang bis 1801 nach dem Vorbild von Maria Theresia, ne, nach dem Prinzip der Ökonomisierung, bessere Saatgut, Werkzeuge des Merkantilismus mit dem Ziel Exporte und Fertigwaren eben zu exportieren. Dann Einrichtung von Manufakturen, die Vorläufer von den Fabriken. Ne? Und er war darauf bedacht, die Infrastruktur und Arbeitsplätze zu schaffen und so weiter. Also das größte Brauhaus wird von ganz Karpaten, das größte Sägewerk von Europa und dazu noch viele andere Sachen, Wirtshäuser, Straßen. Und hier sehen wir Ausbau von Straßen, Ackerland wird gewonnen, Anbau von Futterpflanzen, erstmals die Kartoffel und dann auch Maulbeerbaumplantagen für die Seidenraubenzucht. Ja, und bis zum Ersten Weltkrieg dann, verschiedene Strömungen, nachdem Maria Theresia stirbt, versuchen die Ungarn, Maria Theresia hat die Gleichheit und Gleichberechtigung aller Ethnien garantiert. Als sie stirbt, dann haben die Ungarn versucht, alles zu materialisieren. Es ist das Deutsch, das Fach Deutsch ist aus den Unterricht eigentlich verdrängt worden. Und da haben dann manche gesagt, Karpatendeutscher, Gott sei Dank kam der Erste Weltkrieg. Ne? Und es hat sich jetzt alles geändert. Die Karpatendeutschen haben bei den
im ungarischen Heer gedient, als ganz loyale Soldaten. So, jetzt habe ich jetzt was, jetzt muss ich schauen, ich gehe mal zurück. Hier die Donaumonarchie mit, ich glaube, 16 verschiedene Völker, die zusammengehalten wurden. Und wir wissen ja nach 1918 dann durch Verträge und so weiter, ist dann die Donaumonarchie zerfallen und neu entstanden ist die Tschechoslowakei. Einmal mit Böhmen und Mähren, die Slowakei, und dann die zugeteilten Gebiete, Zankapfel dann für später auch, das Sudetenland, dann Oberungarn, dann das Ulster-Gebiet, das war auch genannt Westschlesien, ja, Moment. Ostschlesien, und hier als Anhängsel, so wie wir Blinder in etwa, schauen Sie mal her, genau das hier, das ist die Karpaten-Ukraine, der dritte Teil, gehört jetzt zur Tschechoslowakei, das heißt, in den Schulen wird jetzt Tschechisch gelernt. Und noch einmal, in der Karpaten-Ukraine war eine ganz andere Situation als in den Sudetenländern. Die Tschechen haben gesagt, diese 14.000 Deutschstämmigen da hinten, die tun uns nichts, ne? Die haben andere Probleme im Sudetenland. Und ich habe noch nie ein negatives Wort über die Tschechen gehört, als ich Interviews durchgeführt habe. Die sagen, die Tschechen waren ein Kulturvolk, die haben uns alle Freiheit gelassen. Und so war es auch. Und hier die deutsche Sprachinseln um Munkacs. Der Verfasser hier, der hat jetzt nicht alle Dörfer eingezeichnet, aber was mich dann interessiert hat, das waren die fränkischen Dörfer, wo man auch den fränkischen Dialekt entsprechend rausgehört hat. Ne? Munkacs, Pausching, wenn ich jetzt mal in Pausching anfange. Kann man das lesen? Pausching, Unterschönborn, Mädchendorf, Birkendorf, Oberschönborn und Deutsch-Kutschowa. Ja? Das waren Dörfer nicht nur nicht nur deutsche Dörfer, sondern eben mit fränkischen, mit hohem fränkischen Anteil. Ja, es gründet sich dann 1919 in den Sudetenländern der Deutsche Kulturverband. Das Ziel, Zielsetzung, die Förderung des kulturellen, gesellschaftlichen Lebens der Deutschen in der Tschechoslowakei. Ja, die dann als Volksgruppe, die dann zur Tschechoslowakei gehörten, und man hat jetzt versucht, eben Gesellschaft und Kultur zu retten. Was haben sie gemacht? Gründung von Ortsgruppen, qualifizierte Lehrkräfte in die Karpaten-Ukraine wurden gefordert, dann Unterstützung von Schulen, Kindergärten, Säuglingsheimen, Finanzierung von Sprachförderkursen, Kulturvereinen wie Chöre, Blaskapellen und so weiter, Errichtung einer deutschen Bürgerschule mit Internat in Munkacs, habe ich Schüler, jetzt ältere Herren, noch interviewen können, die stolz waren, vergleichbar mit heute einer Realschule. Da war ein Internat dabei, das waren insgesamt 144 Schüler im Umkreis von 80 Kilometern, haben Kinder die Möglichkeit gehabt, eine höhere Schule zu besuchen. Ja. Man kam zu der Erkenntnis, zur Seelsorge in den Karpatendörfern, Leute haben Petitionen an den Fürstbischof heimgeschickt, noch Franken, unsere Kinder können keine, nicht einmal die sieben Sakramente aufzählen, keine Gebete, keine Lieder. Die Firmung wurde auch nicht ausgeführt, und sie beschweren sich da bitterlich, dass die Seelsorge vernachlässigt wird. Und da kommt der Kapuzinerpater Cyprian Fröhlich, der im daheim gewirkt hat Heime gebaut für gefährdete Jugendliche, für Obdachlose, Gründer des Seraphischen Liebeswerks, und er gilt als Vorreiter des Gründungsvater mit, oder als geistiger Vater des Deutschen Caritasverbandes. Und er kommt schon bedacht mit 72 Jahren in die Karpaten. Die Eltern haben sich noch daran erinnert, auch aus Erzählungen, der alte Mann mit dem großen Bart und das war sein Ziel. Nachdem es in der Karpaten-Ukraine keine Hochschule, keine Universität gab und keine Intelligenzschicht sozusagen, hat er Gelder gesammelt und begabte Kinder, Jugendliche, hier im Kreis seiner Mitbrüder,
ins Sudetenland geschickt zum Studieren Theologie und Lehramt, in der Hoffnung, dass die alle wieder zurückkommen und dann eben aktiv werden. Und so war es auch. Er selber muss dann noch 2 Jahren wieder zurück in sein Kloster, wo er dann auch stirbt. Aber ich habe dann, mehr als Zufall in Bausching in der Kirche, da denke ich, wie kannst du das einordnen, ne? Das Missionskreuz vom Pater Cyprian entdeckt. Pater Cyprian wurde übrigens in Egoldsheim geboren, meine Heimat, war Lehrersohn und dann aber aufgewachsen in Herzogenaurach. Und er hat also wahnsinnig viel Soziales geleistet. Mission nur 2 Jahre. Dann das Leben in der Deutschen Volksgruppe. Das Leben der Deutschen Volksgruppe im Vielvölkerstaat. 14.000 Karpatendeutsche im Schutze der Schönborn-Herrschaft. Um 1930 etwa deutsch, 84 deutschsprachige Dörfer, als halt aber nicht rein deutsche Dörfer. Man blieb unter sich. Die Eltern haben obwohl man mit allen zusammen gut zurechtgekommen ist, haben es nicht geduldet, wenn ihr Kind, der Sohn, die Tochter mit jemand aus einer anderen Ethnie da anbandelt. Ja, das war nicht erlaubt. Interethnische Beziehungen, ein Zusammenleben in Harmonie mit Ungarn, Tschechen, Juden, Bulgaren, Ruthenen, Roma. Zu mir hat er gesagt, ein älterer Herr, gescheit wie ein Jud. Jeder deutsche Schüler hat versucht, in der Klasse neben einem jüdischen Mitschüler zu kommen, weil die in Mathe so gut waren, Kopfrechnen. Ihre Eltern hatten Geschäfte, 40% der Munkatscher Geschäfte war jüdisch. Auf dem Land, auf den Dörfern, hat die Schönborn-Herrschaft, haben die Schönborns die Wirtshäuser verpachtet an Juden, weil die geschäftstüchtig waren. Könnte ich noch mehr Beispiele erzählen. Schwabisch, habe ich gefragt, sprichst du Deutsch? Da wurde ich ganz verwundert angeschaut, Deutsch, kennen Sie nicht. Schwabisch, das ist, kommt sicherlich von den Donauschwaben, ihr deutscher Dialekt, Schwabisch. Jetzt kann ja ich unterscheiden zwischen dem oberfränkischen La und dem unterfränkischen Li. Und ich habe mir dann nicht Ausdrücke gemerkt und fleißig da aufgeschrieben. Ne? Was mir aufgefallen ist, ich habe wahnsinnig viele aufgeschrieben, Verwandtschaftsbeziehungen. Im Schwabischen gibt es keine Anglismen, die waren ja weg von Amerika, weg. Ne? Kein Einfluss. Und da höre ich zum ersten Mal da, Herrler und Frahler. So, jetzt habe ich mich erinnert an meine Großeltern. Ne? Herrler war der Großvater und Frahler war die Großmutter. Oder die Dud, das war die Tant. Dudler sind die Aufpatin. Und der Vetter ist der Onkel. Die Schwieger oder der Schwieger, Schwiegersohn und so weiter. Ja, oder aus der Landwirtschaft. Kälbler, Säuler, Gänsler, Hürler, Hammerler, Dangeln. Das die Sensenschreifen und so weiter. Also jetzt könnte ich noch viel mehr vorlesen, aber das hat mich total fasziniert. Ne? Diese Sprache, 300 Jahre noch sowas zu finden, ist überliefert worden. Ne? Ja. Und dann leider Gottes 38 mit dem Münchner Abkommen und so weiter. Ne? Wissen wir, die Zerschlagung der Tschechoslowakei, ja, schon fast Kriegszeit, und die Hoffnung der Karpatendeutschen, auch jetzt, nachdem die Slowakei selbstständig wurde von Hitlers Gnaden, jetzt werden wir vielleicht auch ein eigener Staat, aber sowas nicht. Sie wurden schon einen Tag später, nach dem Zerschlagen der Tschechiens, von ungarischen Truppen besetzt. Der Zweite Weltkrieg und seine Folgen, 1. September 1939 dann, Kriegsbeginn, Polenfeldzug, dann 41 der Russlandfeldzug und dann schon im 41 dann die Ermordung von über 30.000 Juden bei Kiew und noch schlimmer, weil ich nämlich die ehemaligen Wohnhäuser von Juden gesehen habe, die haben ja die meine Freunde gezeigt, ne? Sagen Sie, schau her, Rudi, da waren Juden, wir wissen nicht, die sind über Nacht abgeholt worden, keiner weiß genau, aber auf jeden Fall weiß keiner, wo sie hinkamen, ne? Und hier das dunkelste Kapitel unserer Geschichte, jüdische Mitbürger aus dem Ghetto Berekhovo, Bereksas, ne, gleich ja auch in den Karpaten, auf dem Weg in den Tod Anfang Juli 1944
in Auschwitz-Birkenau. Und mit den Juden, da gab es die größte Harmonie. Eine jüdische Ärztin hat Karpatendeutsche umsonst behandelt. Sie ist freiwillig mit dem Transport gefahren, hätte hier bleiben können und so weiter. Also mir wurde da wahnsinnig viel erzählt. 1944 dann Graf Erwin, jetzt heißt der Schönborn-Chef drüben Erwin, verlässt seine Besitzungen, er flieht vor der Roten Armee und dann natürlich leider Gottes Racheakte durch Partisanen, Ruthenen an die Zivilisten. Also wer vorher nichts zu sagen hatte eben, die Ruthenen, das waren Knechte, die Bauschinger Bauern haben die als Erntehelfer und so weiter eingesetzt und die rächen sich jetzt, ne, und sicherlich auch aus Neid. Bis 1945 bis 1948 wurden die Karpatendeutschen nach Sibirien verschleppt. Ja, ein älterer Herr sagt, ich war 10 Jahre in Sibirien, ihr braucht mir nichts erzählen, wenn ihr daheim da mit KZs, oder hat leider wohl so einen Vergleich gemacht, ne? Ich habe mehr mitgemacht, so auf die Art. Ne? Da haben wir hier ein Denkmal gebaut in Svaljava, das war Sammellager eben für die verschleppten Deutschen. Und dann erst, unten können das lesen, 1994 dann mit westlicher Hilfe finanziert ein Denkmal, auf dem nicht nur die Soldaten stehen, die gefallenen Soldaten und vermissten Soldaten, sondern auch die Zivilisten, die verschleppten Zivilisten. Ja? Haben mich beeindruckt. Dann Stalins Tod, bessere Bedingungen in den Arbeitslagern. Die haben gesagt, auf einmal haben wir Ausgang gehabt und so weiter. Jetzt drüben in Sibirien, ne, wo die ganze Dörferweis wurden die Karpatendeutschen verschleppt. Die haben gesagt, das Schlimmste war, wie sie abgeholt wurden, das Vieh im Stall hat gedopt. Also das Vieh hat es sofort gemerkt, was los ist. Ne? 1955 dann, Adenauer holt die letzten Kriegsgefangenen, ne? Das sei ganz große Tat, die ihn zum beliebtesten Politiker machten der Nachkriegszeit. Und dann die Rückkehr, 57 erst, die ersten Rückkehrer, die ersten Verschleppten aus den Arbeitslagern, die nicht mehr zunächst einmal in ihre alte Heimat durften, sondern mussten einen anderen Wohnort wählen. Ja. Und so war es dann. Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, geteiltes Europa, geteiltes Deutschland, jetzt seht ihr hier die Grenze, ne, die also nicht nur Europa, sondern auch das Deutschland teilt. Und wo ist unsere Karpaten? Ukraine ist abgetrennt, ne? Also gehört nicht mehr zur Tschechoslowakei, war bis 1944 dann ungarisch, habe ich ja gesagt, und dann sehen wir, ist sie eigentlich fast verschwunden. Ne? Hier sehen Sie, was früher die Karpaten Ukraine war, gehört jetzt zur ukrainischen Sowjetrepublik. Ja? Das heißt damit, wurde noch auch musste in der Schule dann Russisch gelernt werden, was sehr verhasst war. Also, ich konnte so ausdrücken. Ja, und jetzt habe ich noch von meinen zweiten Teil meiner Dissertation, da ging es um Pausching, ein fränkisches Dorf, das 1730 von den ersten fränkischen Siedlern aufgebaut wurde. Ja, es war total zerstört. Ein typisches Straßendorf ist, leider Gottes, die Folien sind an sich schon besser, aber es ist das Licht recht grell. Ein Straßendorf und ich bin da von Haus zu Haus, kann man sagen, und ich wurde da aufgenommen, Gehalt 3, trink mal einen Schnaps, ne, also, und dann Erzählungen, also, und jetzt mal halt Essen aufgetischt, also, das war für mich dann auch schon belastend, ne, aber wie gesagt, ich bin immer privat untergekommen, ohne Probleme und einfach klasse gewesen. Wiederaufbau 1750 durch fränkische Siedler. Jetzt habe ich mir, ich war ja unterwegs mit Sprechdiktiergerät, Bandmaß, Foto und so weiter, habe dann oft einmal an Buben da mitgenommen zum Vermessen, ne, und alles Mögliche und bin dann zu dem Ergebnis gekommen. Ne. Also hier typische Anlage, ne, Haus, Ställe, Scheune und so weiter. Die Scheunen sind aus Brandschutzgründen so versetzt, ne? Obwohl keine mehr steht. Die Russen haben also alle Scheunen, das war ja Holz, Brennholz, abgerissen, ne? Komplett. So schaut ein Bauernhof aus, 1750 angelegt, von der Barbara Vogel, die war noch als einzige im Haus gewohnt, die Jungen waren schon alle herüben. So viel man kann es lesen.
breiter Straßenraum, also ziemlich breite Straße mit Gehwegen, mit Abzugsgräben und Alleebäumen. Dann der Vorgarten, das Gärtle oder das Gärtler, der Stolz der Hausfrau, habe ich gehört. Dann das Wohnhaus mit Körnerboden, keine Keller, nichts unterkellert, aber oben dann wurde das Korn geschüttet, ne, wie es also bei uns auch war, nach dem Prinzip, haben wir da gebaut. Sträucher, Bienenkorb, Gemüse, das Gemüsegärtler, dann der Schweinestall, Gänsestall, Hühnerstall in einem, ne, vielleicht nur noch zu sehen bei uns in den Freilichtmuseen. Dann der Viehstall, das waren getrocknete Steine, der Mist und Abort, ne, und dann die Kukuruzkörbe, das sind die Maiskörbe zum Maistrocknen, ne, und dann die Holzlege, der Lagerplatz und hier die Scheune mit Durchfahrt. Man hat in der Scheune dann im Dehn mit dem Dreschflegel dreschen können und hinten ging es dann raus zu den Streuobstwiesen. Ja. So war ein Gehöft oder alle Gehöfte angelegt nach fränkischem Modell. Wohnhaus, der Eingang draufseitig, ne, von der Traufe her, dann eine große Diele oder wie hat es geheißen? Ja, das muss ich erst mal schauen, tut mir leid. Das fällt mir nicht ein, die haben eine Diele gesagt, ne? Draufseitig. Egal. Der Hausplatz. Und jetzt sehen Sie, neben die Stiege, ne, die Bodenstieg, und hier die schwarze Küche. Heute nicht mehr, hier war dann ein Gasofen gestanden, Küche nicht mehr. Aber was genauso gepflegt war, die gute Stube. Also wurde nur benutzt, wenn Besuch kam, und es wurde drin die Mitgaben für die Töchter, für die heiratsfähigen Töchter dann aufgehoben. Dann hier die hintere Stube, das war das Schlafzimmer, auch für die auch Krankenzimmer, und hier dann, das war ein Lagerraum für Kartoffel, für Kraut. Vorne konnte man die zwei kleinen Zimmer noch als Schlafkammern, ne, verwenden, und so war es. Wohnhäuser, so jetzt, wenn Sie genau hinschauen, so schaut das normale Wohnhaus in Bausching aus, ne, Grüppelwalm, dann vorne zwei große Fenster und zwei kleinere, und hier genauso, ne. So, und das dritte Foto, das ist nicht Bausching, das habe ich selber fotografiert, nämlich ein Flößerhaus in Ziegelanger, Haus Nummer 8, bei Gronach. Jetzt schauen Sie mal vergleichen Sie mal die zwei Häuser in Bausching und das untere bei Gronach. Ne? Also typischer kann man nicht bauen, ja? Das ist ein diese Ähnlichkeiten. Ne? Ja? Und ich habe eben hier das Bauwesen ein wenig untersucht, Minderheit am Rande, die können... sind außerhalb der Gesellschaft, eine Roma-Siedlung mit 27 Häusern, und die Priester, die dann hier nach der Wende gekommen sind, haben dann eigentlich sofort dafür gesorgt, dass sie wieder ihren Strom kriegen, dass sie haben eine Tafel eingerichtet, dass das Mittagessen gekocht werden kann. Ich bin gleich fertig. Und die Nachkriegsordnung hat sich dann aufgelöst mit Willy Brandt, neue Ostpolitik, ne, 1970, und dann der Mauerfall 89, und die Ukraine wird selbstständiger Staat. Man hat nicht, es ist nicht das eingetreten, was man erhofft hat. Es war ein Niedergang der Wirtschaft, Arbeitslosigkeit, Inflation, Verarmung. Man hat dann versucht, wie kann man denn die deutsche Volksgruppe noch da halten? Ne? Also man hat dann deutsche Kulturvereine gegründet, ne? Wie hier in Blankendorf. Dann die Möglichkeit, die Sprache wieder zu beleben mit dem deutschen Kanal, eine deutsche Zeitung, zweisprachig für die Karpatendeutschen, dann der Fernsehsender Sirius 1. Und vor allem, was war die Bauschinger oder halt überhaupt die Karpatendeutschen mit glücklich waren, nach der Wende wieder die Religionsfreiheit. Ja, man konnte den Gottesdienst besuchen ohne Konsequenzen. Ja. Pater Burkhard und Pater Josef waren der Burkhard ist ja gestorben, hochgeachtet, wenn man die Leute gehört hat, ja, der Pater, und die machen Seniorenausflüge und die machen Seniorennachmittag. Ne. Und alles, sie haben alles mit Spenden darum aufgebaut. Das war früher Kasernengelände, ja, das Zentrum Nazareth, hier Fertighäuser aus Schwaben hertransportiert. Ne. Und dann Kirchen gebaut, ne, und mit dem Ziel eben, den interreligiösen Dialog zu fördern, dass also alle zusammenkommen. Ja,
Und da komme ich jetzt, wo bin ich, zum Ende. Bausching im Umbruch. Motive, die Heimat zu verlassen. Wie ich drüben war, das letzte Mal, dann das 98 oder wann, waren die Koffer schon gepackt. Ne? Schon, man hat noch auf die letzten Papiere aus Kiew gewartet, um endlich aussiedeln zu können. Junge Familien, sie wollen arbeiten, sie wollen ihr Geld verdienen. Sie wollen eine Zukunft für die Kinder. Ja? Es gab kein Vertrauen mehr in die Regierung, Korruption und vor allem dann auch die heile Welt, der Goldene Westen. Den Goldenen Westen, den nicht alle gefunden haben. Es wurden dann manche auch angelockt. Da kamen also, die schon hier ausgesiedelt waren, Karpatendeutsche mit einem großen Audi, mit einem großen Auto dann angefahren und haben aber ihre Probleme verschwiegen. Ja, die Isolierung und Heimweh-Touristen, ne? sie schwärmen vom Goldenen Westen, aber in Wirklichkeit fehlt ihnen eben die gute Nachbarschaft, die Menschlichkeit, die sie bei uns vielleicht nicht gekriegt haben, Kulturschock. Viele Jugendliche, ich habe es dann als Lehrer erlebt, ne, kamen mit der Freiheit nicht zurecht. Ne. Für die war das eine fremde Welt. Ja, und so ist es gekommen. Perspektiven, wenn es überhaupt Perspektiven gibt. Vergreisung, die Älteren sind dann nachgezogen, bessere medizinische Versorgung bei uns. Ja. Und so mit hat sich eigentlich die Volksgruppe aufgelöst. Wir wünschen der Ukraine, dem Land, jetzt Gottes Segen, dass das Land, das ums Überleben kämpft, und wir wünschen baldigen Frieden und dann den wirtschaftlichen Aufbau und Aufschwung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nicht erschrecken. Vielen Dank, Herr Dr. Distler. Und herzlichen Dank für diese Eindrücke und für das Detailwissen auch. Und wir möchten jetzt gerne Frau Lene Day begrüßen, die jetzt das Ganze auch mit einem Film nochmal ein bisschen visueller untermalt. Aber bevor wir den Film schauen, liebe Lene, vielleicht kurz ein paar Eindrücke von dir. Du hast das Thema der Schönborn-Franken auch nicht zum ersten Mal gehört. Wie war der erste Kontakt für dich mit den Schönborn-Franken? Oh, das war schon vor 30 Jahren und ich habe da ganz wenig über Schönborn-Franken gewusst. Es war die Zeit, seit die Ukraine unabhängig war, und bei uns in der Region wurde eine deutschsprachige Redaktion gegründet beim Fernsehen, beim Gebietsfernsehen, Regionalfernsehen. Und ich wurde eingeladen, dorthin zu arbeiten, und so bin ich in diese Welt gekommen. Und bis heute bin ich absolut begeistert, weil diese Menschen, sie sind wirklich Gold wert. Und Herr Distler sagt, dass nur die Spuren sind geblieben. Ich bin nicht einverstanden. Also doch gibt es noch die Deutschen da. Und die für die Menschen, für denen diese Geschichte und diese die Geschichte ihrer Familien so wertvoll sind und wertvoll ist. Und Gott sei Dank gibt es auch Nachwuchs. Gibt es die jungen Menschen, die das weiterführen und weiterhalten. Es natürlich nicht so, wie es früher war. Aber vielleicht wäre es besser zu sehen als zu hören. Dann, wenn jemand möchte etwas fragen, also bin ich hier, um die Fragen zu beantworten. Vielleicht noch eine kurze Frage. Wir hatten es eben mit Herrn Dr. Distler ja auch angesprochen. Das fehlende Wissen über die Existenz dieses Themas. Wie ist das für Ukrainerinnen und Ukrainer? Was würden Sie sagen, in Transkarpatien, wissen die Mitbürger über dieses Kapitel Bescheid? Ja, bei uns, also dass die Schwaben bei uns in der Region, es ist für allen bekannt. Aber jetzt denke ich, dass zum Beispiel so viele Informationen, wie heute Herr Distler uns erzählt hatte, nicht alle unsere Landsleute wissen ganz ausführlich. Deswegen vielleicht Herrn Koschek kann auch etwas damit zu helfen, vielleicht auch diese Informationen, diese Bücher, die über die Geschichte, auch auf Ukrainisch ist es wert zu übersetzen, weil das ist wirklich sehr interessant wäre. Und jetzt haben wir, in unseren Programmen haben wir unbedingt ukrainische Untertitel. Darum also können mehrere Zuschauer
verstehen und worum es geht. Früher haben wir nur auf Deutsch das gemacht. Und hoffentlich werden Sie etwas Gutes und Interessantes für sich jetzt erfahren, weil, und zu hören, warum Herr Dissler uns erzählt hatte, wie sprechen unsere moderne, also die, unsere hiesige Menschen. Und er hat über die Geschichte erzählt und ich möchte die Gegenwart darstellen. Leider einige von den Menschen, die Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen werden, nicht mehr mit uns sind, aber wir sind sehr dankbar, dass Sie da waren und viel eingesetzt hatten für Deutschtum in Transkarpatien. Herzlichen Dank und ich würde sagen, Film ab. Schönborn, Bausching, Blankendorf, Unterschönborn, Mädchendorf, alle diese Ortschaften haben heute entsprechende ukrainische Namen, obwohl sie auch jetzt oft als Deutsche genannt werden. Nämlich hier, in der Umgebung von Mukaccio, ließen sich fränkische Übersiedler vor fast 300 Jahren nieder. Sie wurden auch Schönborn-Franken genannt. Dieser Name, eine der bekanntesten europäischen Familien, verbindet zwei weitliegende Regionen, Franken und Transkarpatien. Lothar Franz von Schönborn kam aus einem Grafengeschlecht. Er war der mächtigste Reichsfürst im Heiligen Römischen Deutschen Reich, zumindest der mächtigste kirchliche Reichsfürst. Dann er hatte ein großes Territorium. Er hatte aber auch noch viele weitere wichtige Aufgaben. Unter anderem war er Reichskanzler. Das heißt, er hat für den deutschen Kaiser viele Reichsgeschäfte erledigt. Er hat sicherlich Kaiser Karl VI. Bei der Entwicklung und bei der Formulierung der pragmatischen Sanktionen, also die weibliche Erbfolge, sehr stark unterstützt. Maria Theresia konnte dann die Nachfolge in den habsburgischen Erblanden antreten als Nachfolgerin ihres Vaters Kaiser Karl VI. Als Dankeschön bekam Lothar Franz von Schönborn vom Kaiser einiges Geld. Als Dankeschön bekam er dann auch die Region Transkarpatien. Die kaiserliche Schenkung erfolgte offiziell im Jahre 1728. Aber die Besiedlung des Karpatenlandes von Kolonisten aus dem Territorium des jetzigen Deutschlands und Österreichs erfolgte erst bei den Herrschaften nächster Generationen der Familie von Schönborn. Die ersten Übersiedler kamen in die Munkacs-St.-Miklós-Domäne, um ein neues Leben da zu beginnen und zur Entwicklung der Region beizutragen. Die Spuren der ersten Übersiedler sieht man noch heute auf den alten Friedhöfen der ehemaligen deutschen Dörfer. Vertreter der Familie von Schönborn förderte den Aufbau der wirtschaftlichen Betriebe, Weingärten und der Landwirtschaft in der Region am Fuß der Karpaten. In allen Bereichen der Wirtschaft wurden auch fleißige Handwerker und Bauer von den fränkischen Kolonisten angefragt. Die deutschen Übersiedler bauten auch ihre Dörfer aus und führten ihr gemessenes Leben der gläubigen, gesetztreuen Bürger. Also hier überhaupt Franken und Kroatendorf, also bei Munkacs waren die besten Maurer, also Bauarbeiter, nicht nur Maurer, wie man sagt, Akustikatur und so weiter, alles, was zum Haus gehört hat, bei Bau, haben die gemacht. Mein Großvater heiratet daher auf Kroatendorf.
meine Großmutter. Und da haben sie gekauft Erden, das war auch ihr Grundstück, da, wo uns haben wir gebaut. Mein Vater hat gebaut das Haus in 33er Jahren. Die größte deutsche Siedlung war das Dorf Bausching. Wenn man in den Karpatendörfern nachforscht, dann sieht man, dass also die Dörfer ja genauso aufgebaut wurden von unseren Aussiedlern, als wir unsere Höfe im Frankenwald und in der Rhön hatten. Wir haben ja erkannt, dass wir auch heute noch viele gemeinsame Eigenschaften haben. Die Sprache verbindet uns. Ich habe das ja auch gemerkt, welche Bedeutung die Kirche für die Gläubigen gehabt hat und auch heute noch hat. Vor allem in der schwierigen Zeit des Kommunismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Karpatenland an die Sowjetunion angeschlossen. Die Angehörigkeit zu der deutschen Nationalität war ein Schuld. Viele von damals schon einheimischen Deutschen wurden nach Sibirien verschleppt. Ich habe gehabt 3 Jahre, weil mein Vater wird verschleppt. Die Pateneltern, die ganze, die waren mit uns mit 3 Häuser weiter. In die Nacht, wir sind gekommen, die ganze Familie wird verschleppt. Und meine Schwester, ihr Mann wird verschleppt nach Sibirien. Überhaupt haben sie nicht gewusst, die Kinder, und dachte, meine Schwester, wo ist der Mann? In die Nacht sind sie gekommen, am Fenster haben sie geklopft, da soll der rauskommen. Haben sie gesagt, die Schwester hat gefragt, wann kommt er zurück? Gleich. Und ich bin nach 10 Jahren gekommen. Überhaupt hat meine Schwester nicht gewusst, wo ist der Mann, wie und was. Meine Eltern, die sind dort geboren, in Signac. Haben sie ein Haus gehabt und da ist noch ein Kuh gewesen. Zur Nacht sind sie gekommen und haben sie alle weggeschleppt mit einem Kupfer in Zug und ausgesiedelt in Sibirien, nach Tjumen. Geboren bin ich in Sibirien. Viele Leute haben Kartoffeln abgeschindet und haben Kartoffeln gegessen. Und wir, meine Eltern mit den Schwestern, haben die Schinden müssen sammeln und haben von diesen Schinden, die Leute weggeschmissen, die haben es gegessen und so sind sie weitergekommen. Dass nicht von Hunger sind gestorben. Nur seit 1953, nach dem Tod von Stalin, war es möglich, heimzukehren und sich an Umständen anzupassen. Der christliche Glaube für Karpatendeutsche war immer wichtig. Im Sowjetregime auch hat der Glaube den Menschen zusammengehalten und auf jeden Fall auch dazu geführt, alles zu überstehen und vor allem auch das Deutschtum weiter zu pflegen. Nach der Wende bekamen sie einen eigenen Priester. Am ersten Weihnachtsfest, die Kirche hatte ja anders ausgesehen. So, im Prinzip der Hochaltar im Prinzip gleich. Wir haben ihn dann nur später dann erneuert. Und auch die Bänke waren nicht da und der Boden war nicht da. Es war also manches sehr baufällig hier in der Kirche, was wir dann später so nach und nach alles erneuert haben. Aber es war wunderbar und vor allem die Herzlichkeit der Bevölkerung. Man muss sich vorstellen, dass ich ja der erste Priester bin in der Geschichte des Dorfes, der im Dorf wohnt. Früher kamen halt die Priester, wenn sie Zeit hatten, haben dann eine Messe gefeiert, aber auch nicht immer. Auch die Beerdigungen wurden meistens alleine ohne Priester gemacht früher.
Und auf einmal ist wieder ein Priester da, der alles macht und der alle Register sozusagen zieht. Und da war eine Aufbruchstimmung da, das kann man fast nicht beschreiben, so wunderbar war das. Und vor allem die Herzlichkeit und auch in den Gesängen, es war ja fast alles noch Deutsch, als ich vor 25 Jahren kam. Auf der Straße hat man noch Schwabisch geredet und die Heilige Messe war nur Deutsch. Aber nur später erkannte ich natürlich, durch den großen Exodus nach Deutschland, musste ich mich auch umstellen in der Seelsorge, damit auch die anderen, die nicht Deutsch sprechen, eine Heimat in der Kirche bekamen. Und so kam es auch. Und na gut, noch sind so 20% maximal der Schwaben da oder vielleicht 15%. Die Liturgie ist noch zweisprachig hier, muss auch so sein, bis zum Letzten. So, aber es war eine große, große Aufbruchstimmung hier. Die Ausreise der Deutschen aus Transkarpatien hatte wirtschaftliche Gründe. Trotz der Möglichkeit, eigene Kultur weiterzupflegen, drängte Arbeitslosigkeit und niedriges Lebensniveau Nachkommen von fränkischen Übersiedlern wieder nach Deutschland. Die Gebliebenen aber trugen ihre Geschichte und den geerbten kulturellen Schatz auch weiter. Ich mache so, wie meine Oma hat's gemacht. Man muss gut ausbrennen, dass der Himmel muss sein weiß. Meine Mutter hat gesagt, man muss machen Kreuz, damit das gut klingt. Wienerzweigen, was wir waren jetzt gestern Sonntag. Jetzt werden wir gefragt, so wie eine Kosetschka. Aha, ein Töpfchen. Ja. Vertreter der deutschen Gemeinden pflegten ihre Muttersprache, Brauchtum, meistens im Familienkreis und geben ihre Kenntnisse über Deutschtum in Transkarpatien den nächsten Generationen über. Wir nehmen zuerst das, wir stellen das bei. Ja, sei gut. Das magst du, ja. Backe. Backe, Kuchen. Der Bäcker hat gerufen, wer will guten Kuchen backen, der muss haben 7 Sachen. Das reicht mir. Mein Großvater von der väterlichen Seite hat auch einen Familiennamen Types. Und die Mamas Vater hatte auch Familiennamen Types. Aber die sind ja höchstwahrscheinlich auch irgendwo weit Verwandten, aber nicht so eng. Die beiden Familien waren ethnische Deutsche und die haben ja auch hier gelebt. Das ist nicht weit von dem Schloss Palano. Man sagt, dass eben hier die Fürste die Schlüssel von dem Tor an Palano versteckt. Wir haben deswegen ein Schlüsseldorf. Ich habe so einen Traum, dass eigentlich wir, also nicht nur ich, auch andere Mitglieder von den verschiedenen deutschen Vereinen, eigentlich ein Buch über die deutschen Familien in Transkarpatien einmal herausgeben. Es sind auch viele gute und aktive deutsche Vereine, die auch die Kultur von den ethnischen Deutschen bewahren, die Tanzgruppen haben, Chorgruppen. Wir bemühen uns, die deutsche Sprache hier in den Familien von den ethnischen Deutschen zu bewahren. Wir bieten verschiedene Deutschkursen an, wir machen verschiedene Projekte. Thank you.
Als der Korb gegründet wurde, war ich 4 Jahre alt. Den Namen für den Chor hat meine Oma gegeben, Magdalena Hudak. Sie ist die Gründerin des Chores. Die Mehrheit des Mädchen waren aus den deutschen Familien. Der erste Auftritt war am Muttertag 2001. Und die Mütter von den Mädchen wussten nicht, was werden ihre Kinder heute machen und zeigen. Und das war eine Überraschung, als sie auf die Bühne kommen in den Kostümen und singen für ihre Lieder zum Muttertag. Ein Konzert zum Muttertag wurde eine gute Tradition. Die Kulturarbeit der deutschen Gemeinde war und bleibt einer der Schwerpunkte der Tätigkeit der Vereine, die nach der Wende gegründet wurden und viel erreicht hatten. Die vorhandenen verwandtschaftlichen und freundlichen Beziehungen trugen zur engen Kooperation mit katholischer Landvolkbewegung bei und wurden als Grundlage der Partnerschaft zwischen Transkarpatien und dem Bezirk Oberfranken. Austausch von Delegationen, zahlreiche Aktien der humanitären Hilfe, gemeinsame Projekte und Veranstaltungen bleiben im Gedächtnis aller Beteiligten als echter Erlebnis. Corona-Pandemie bremste zahlreiche Aktivitäten der deutschen Vereine im Laufe der 3 letzten Jahre. Am 24. Februar 2022 kam der Krieg in die Ukraine. Einerseits ist hier ja kein Krieg, aber so die Begleiterscheinungen des Krieges gibt es hier auch. Die Angst. Und darum sind auch viele von meinen Dörfern, ich habe ja 3 Dörfer hier, nicht wenige sind weggefahren, weil sie einfach Angst haben. Und weil die Kinder Angst haben, wenn sie die Sirenen hören und so weiter. Und manche haben mir die Eltern gesagt, nur wegen den Kindern sind wir weggefahren, damit sie ohne Angst weiterleben können. Ne? Dann natürlich das äußere Erscheinungsbild ist jetzt ganz anders. Ne? Die vielen, vielen Flüchtlinge, die kommen. Und die suchen hier eine Bleibe für eine gewisse Zeit. Wie lange, das weiß ja kein Mensch, wie lange das noch gehen wird. Und man muss ihnen so gut wie es möglich ist helfen, beistehen und dass sie menschenwürdig leben können. Der jüngste Flüchtling, der hierher kam, war 10 Tage alt, ein kleines Baby. Ich brachte kein Wort heraus. Ich musste zuerst mal so richtig weinen, wie auch jetzt schon wieder fast. Und weil das berührt einem, das Schicksal dieser Menschen. Ne? Diese Zeit ist, glaube ich, hundertprozentig eine Herausforderung an jeden Einzelnen. Was kann ich besser machen in meinem Leben? Gott wird mir helfen. Die Beziehungen zwischen den Ausgereisten nach Deutschland und gebliebenen in Transkarpatien Landsleuten waren nie unterbrochen. Das Erste, was ich gemacht habe, habe ich unsere Bürgermeisterin aus Bausching angerufen, habe gefragt, ob sie Hilfe braucht. Sie hat gesagt, ja, natürlich. Wir haben sie dann abgesprochen und abgemacht, dass wir bleiben bei der humanitären Hilfe. Wir helfen für die Flüchtlinge, wir helfen für die Krankenhäuser, soweit wie es geht. Und so machen wir auch weiter. Viele von transkarpatischen Deutschen sind in der Ukraine geblieben und zur Unterstützung der Binnenflüchtlinge eingesetzt. Am Anfang des Krieges hatten wir mit unseren Kolleginnen eine kleine Sitzung gehabt. Unterricht war keine Priorität. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir hier sozusagen ein humanitäres Zentrum zuerst für die Vertreter der deutschen Minderheit aus der ganzen Ukraine organisieren können und dann auch für alle anderen Menschen, die in Not waren.
Wir haben uns an unsere Partner in Deutschland gewendet, Tausende von den Briefen und Telefonaten gemacht. Und so langsam kamen zu uns auch große LKWs mit den Hilfsgütern. Es gibt sehr viele Partner. Einfach Menschen, die mehr machen können als irgendwelche Regierung. Wir bedanken uns auch an Hartmut Koschek, der uns auch sehr viel geholfen hat. Und wir bekommen auch ein LKW unter seiner Initiative. Also natürlich geht es uns als Oberfranken um diese besonderen Verbindungen zwischen Oberfranken und Transkarpatien. Und da glauben wir, können wir an viel, was in den letzten 30 Jahren an Begegnung gewachsen ist, anknüpfen. Und von daher hoffe ich, dass diese Verbindungen, die wir jetzt wieder neu geknüpft haben über humanitäre Hilfe, auch zu kulturellen und zwischenmenschlichen Kontakten zwischen Oberfranken und Transkarpatien führen werden. Vielen, vielen Dank für diesen wirklich beeindruckenden Film. Ich lade dich einfach nochmal hier nach vorne ein und nochmal um einen Applaus, bitte. Wir werden die Möglichkeit haben, im Anschluss auch noch ein bisschen Fragen zu beantworten. Bevor wir das machen, möchten wir aber gerne den Bogen nochmal zur humanitären Hilfe schlagen, denn die Stiftung Verbundenheit engagiert sich ja in Transkarpatien jetzt ganz besonders für ein Krankenhaus in Mukatschewo, und wir möchten Ihnen, bevor wir etwas übergeben möchten an Julia Teibs, gerne einen Einblick in die Realität dieses Krankenhauses liefern und auch hier ein kleiner Film. Unsere Organisation, die Deutsche Jugend in Transkarpatien, hilft schon seit Anfang des Krieges sehr stark unserer Gebietskinderklinik in der Stadt Mukatschewo. Diese Klinik hat sehr viele auch Flüchtlinge aus der ganzen Ukraine empfangen, schwerkranke Kinder, krebskranke Kinder, die auch jetzt in der Stadt Mukatschewo geheilt werden. Обслуговуємо населення дитяче всієї області. А якщо виникає серйозна ситуація, якщо є ускладнення якоїсь хвороби або на місцях лікарі не можуть розібратися, вони направляють тоді до нас. Надаємо максимально послуги, які можливі, безкоштовні послуги. Звичайно, багато устаткування вже устарівши. Уряд нам виділив був для реконструкції лікарень, закупівлі нового обладнання, солідну суму, якщо не помиляюсь, порядка 600 мільйонів гривень, які ми мали освоїти на протязі року-двох. Прийшла війна, і це, звичайно, все поламало. Мали мрії, що зараз от ми протягом року переоснастимо повністю лікарню, зробимо її сучасною, європейською, доброзичливою до дитини. Ми хотіли повністю оновити свій парк обладнання. Звичайно, насамперед це є реанімація новонароджених, де ви бачите, апарати штучного дихання. Вони особливі для тих маленьких діток, котрі там від 500 грам. Thank you.
що апаратура у нас працює цілодобово. Це апаратура дороговартісна, яка з часом виснажується, яку потрібно часто обслуговувати та заміняти. Почалася війна. Ми прийняли біженців, котрі з тих регіонів приходили. Доходило до 200-250 тисяч людей додаткового навантаження на Закарпаття. Ми знову реорганізували свою роботу, щоб надавати регулярну і в перспективі допомогу. Це би дуже добре брати сучасну апаратуру. Belastung auf Klinik seit Anfang des Krieges ist noch stärker geworden. Unser Staat und auch unser Gebiet kann jetzt die Hilfe nicht leisten. Keine finanzielle Unterstützung, keine technische Unterstützung. Deswegen hoffen wir nur, dass die ausländischen Partner aus verschiedenen Ländern, besonders aus Deutschland, können helfen. Noch einmal möchte ich betonen, dass es ein Gebietskinderkrankenhaus ist für das ganze Gebiet und jetzt auch für die Flüchtlinge aus der ganzen Ukraine, für die kranke Kinder ist, dass die Wohltäter und verschiedene Fonds oder auch einfache private Menschen helfen werden. Und genau für dieses Kinderkrankenhaus haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten auch Spenden gesammelt von vielen Menschen aus der Region. Vielleicht ist es auch noch eine wichtige Information, dass wir selbst, weil wir jetzt auch hier viele Vertreter aus den lateinamerikanischen Ländern haben, auch Solidaritätsveranstaltungen in Argentinien, in Bolivien durchgeführt haben, als Zeichen der Unterstützung. Aber wir möchten natürlich dir, liebe Julia, auch etwas mit auf den Weg geben und dafür bitte ich Herrn Hartmut Koschek auf die Bühne. Ja, zunächst möchte ich auch nochmal Lene Dee ganz herzlich auch für diesen Film danken. Sie hat nicht nur diesen eindrucksvollen Film über die Spuren der Schönborn-Franken für uns produziert als wunderbare Ergänzung zu ihrem Vortrag, lieber Herr Distler, sondern auch den Film über dieses Kinderkrankenhaus, das wir selber besucht haben bei einem unserer Hilfstransporte. Und ich danke auch dem Oberbürgermeister, dass wir heute eine Spende übergeben können in Höhe von 10.000 Euro, auch dank der Unterstützung des Klinikums Bayreuth. Thomas, kommst du mal mit hierher? Julia? Oliver? Sebastian und Marco und Lene? Also, wir wollen als kleinen Baustein für das Kinderkrankenhaus in Mukatschewo einen symbolischen Scheck über 10.000 Euro
übergeben. Es ist ein kleiner Baustein im Hinblick auf das, was gebraucht wird. Aber wir sind sehr dankbar auch dem Oberbürgermeister Thomas Ebersberger und dem Landrat Wiedemann, dass das Klinikum Bayreuth uns auch unterstützt, um heute diesen Scheck zu übergeben. Und wir hoffen, dass noch weitere symbolische Schecks folgen werden, denn ich glaube, das hat der Film von Lene Day eindrucksvoll gezeigt. Es sind die Schwächsten, die unter diesem Krieg besonders leiden. Und deshalb wollen wir diesem Kinderkrankenhaus nicht nur heute diesen Scheck übergeben, sondern das ist jetzt der Schwerpunkt unserer Tätigkeit der humanitären Brücke Oberfranken Transkarpatien. Ich habe schon heute meine Stimme ein bisschen verloren, aber ich muss nur ein paar Worte sagen. 10.000 Euro, das ist einfach die Summe, die Kinderkrankenhaus Monate oder sogar Jahre sammeln würde. 10.000 Euro retten die Leben von den Kindern, die ihr im Film gesehen haben. Wie gesagt, besonders Unterstützung braucht eben onkologische Station. Da gibt es evakuierte Abteilungen aus Mariupol und aus Dnipro. Und da gibt es 100, 200 kleine Kinder oder auch schon Teenagers, die auf Krebs leiden und eben dieses Geld wird für diese Station und diese Abteilung benutzt. Wir bedanken uns herzlich und wir möchten auch ein Dankeschön von dem Leiter und Vertreter des Kinderkrankenhauses an Oberfranken und an der Stiftung Verbundenheit übergeben. Eine Dankurkunde für Sie, Herr Koschek. Und wir haben noch zwei kleine Geschenke, die unsere Künstlerin aus Transkarpatien gemeinsam mit den Kindern, die auf Krebs leiden, bemalt hat. Wir haben kleine Aktionen auch im Krankenhaus gemacht. Deswegen ein Teller, wo die transkarpatischen Gebirge sind, schenken wir an Herrn Oberbürgermeister. Vielen Dank. Ein geht an das Team von der Stiftung Verbundenheit. Und symbolisch noch für Herrn Koschek haben wir Krim-Wein aus der Krim, aus der ukrainischen Krim. Also wir haben ja heute auch Gäste, die uns übers Internet zuschauen. Der wird versteigert für das Kinderkrankenhaus Munkacevo. Ab sofort werden Gebote angenommen. Ganz herzlichen Dank und wir sind am Ende der Veranstaltung angelangt mit vielen Informationen über die Schönborn-Franken, aber den Bogen geschlagen in die aktuelle Situation. Herzlichen Dank nochmal an Herrn Dr. Distler, herzlichen Dank Lene Day, herzlichen Dank Julia Teibs, Herr Oberbürgermeister Ebersberger, herzlichen Dank auch an die Stiftungskollegen und an den Geräten auch die Personen, die diesen Stream live verfolgt haben. Dankeschön an das Publikum und wir wünschen einen schönen Abend. Und das Schlusswort bekommt jetzt unser Stiftungsvorsitzender. Aber nur, weil du in so viele Richtungen Dankeschön gesagt hast und wir möchten auch dir natürlich herzlich danken. Applaus
Denn das, was wir erlebt haben, nicht nur heute Abend und auch die Kunstaktion vor der Tür, sondern in den vergangenen Tagen, das war, glaube ich, sehr bereichernd für Sie alle, für uns alle und insgesamt eine großartige Veranstaltung. Und lieber Thomas Ebersberger, ich bin auch wirklich froh darüber, dass wir das in Bayreuth machen können und dass du die Türen aufmachst für die Arbeit der Stiftung. Wir erleben hier eine starke Form der Wertschätzung und ich denke, dass eine solche Begegnung und ein solch intensiver Austausch in einer größeren Stadt in Berlin oder dergleichen eben auch nicht möglich wäre und wir kommen wieder, gerne wieder, lieber Thomas. Ich möchte einen wichtigen Gedanken abschließend loswerden. Ich habe eben mal so ein bisschen gerechnet. Ich bin tatsächlich jetzt seit über 11 Jahren nicht mehr hier in Bayreuth, einer Stadt, in der ich vorher 15 Jahre gelebt habe und in der ich mich sehr wohl gefühlt habe. Und wenn man der Frage nachgeht, was bleibt dann eigentlich übrig nach 11 Jahren, dann sind es Freundschaften, meine Damen und Herren, Freundschaften zum Beispiel zu Hartmut Koschig oder zu Sebastian Machnitzke. Und das ist nicht selbstverständlich, sondern solche Freundschaften, die funktionieren dann, nur dann, wenn sie gepflegt werden. Und das ist die Arbeit unserer Stiftung. Wenn wir der Frage nachgehen, warum gibt es die Stiftung und warum ist unsere Stiftungsarbeit so wichtig? Wir müssen für die Netzwerke und die Brücken Tag für Tag arbeiten. Ich möchte anknüpfen an die Gedanken von Oberbürgermeister Thomas Ebersberger, die er eingangs hier draußen gefunden hat, als er gesagt hat, das war vor 20 oder 30 oder 10 Jahren doch völlig undenkbar, dass wir in einer solchen verrückten Welt leben. Ich bin 1976 geboren, die klassische Generation Golf. Ich muss mal in die Mitte kommen, weil wir so einen kleinen Widerhall haben. Die klassische Generation Golf, uns ging es immer nur gut. Ich gehöre einer Generation an, die nie ein Problem hatte. Es war Frieden, es war die Wiedervereinigung, es war Wohlstand da. Und mussten wir uns eigentlich bemühen um Frieden und Völkerverständigung, Beispiel unserer Städtepartnerschaften, ja, muss man das eigentlich noch so machen, wie man es mal entwickelt hat, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute erleben wir doch, wie wichtig dieses Brückenbauen ist, in alle Richtungen. Und deshalb ist die Arbeit unserer Stiftung wichtiger, heute wichtiger als noch vor einigen Jahren. Und ich bin allen sehr dankbar, die diese Stiftungsarbeit unterstützen, ob durch Filme, durch Vorträge hier heute Abend, durch Veranstaltungen, durch die tägliche Arbeit. Und ich möchte Sie alle ermuntern, bei dieser Arbeit nicht nachzulassen. Herzlichen Dank und einen schönen Abend uns allen.